Und willkommen zurück zum Yandere-Simulator, beziehungsweise Inazuma 11.3. Team Ogre greift an. Wir wollen uns heute entscheiden, mit welchem Mädchen wir sprechen wollen letztendlich. Und das ist ja wohl klar wie Kohlsuppe. Wir werden heute mit der guten Nelly sprechen, denn ich finde sie, ganz ehrlich, am süßesten von allen drei Mädchen. Sylvia, keine Frage, ja, auch sehr kawaii. Und auch Camellia hat ihre Vorzüge, wobei mir sie, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sie erscheint mir ein bisschen jung. Ich denke, die reifeste von den ganzen dreien ist die gute Nelly und deswegen werden wir heute mit Nelly sprechen und werden mit ihr ein leckeres Eis schlecken gehen. Also moin. Hey Nelly, du wolltest was mit mir besprechen? Ah, Marc, ach, es ist nichts Wichtiges. Ich wollte dir einfach das hier geben. Ein Kuss? Adelsamulett erhalten. Wow, vielen Dank. Wow, kann ich das echt behalten? Das ist total super. Meinst du wirklich? Freut mich, dass sie dir gefällt. Ich denke, der Anhänger könnte dir Glück bringen. Danke, Nelly, für den Anhänger und dafür, dass du das mit Opa herausgefunden hast. Ach, dafür musst du mir nicht danken. Es war ja meine Entscheidung, das zu tun. Ich wusste, wenn David Evans am Leben wäre, würde das dein Leben verändern. Das wollte ich eben rausfinden. Das war eine Verantwortung, die ich tragen wollte. Ich habe niemanden gebeten, das für mich zu tun. So habe ich noch nie gefühlt. Was meinst du damit, Nelly? Das kapiere ich nicht. Na, weißt du, es ist so... Marc, weil... Ach, benutz doch einmal deinen Kopf ernsthaft, weißt du? Ich liebe... Los, Marc, du Vollpfosten, jetzt versau es nicht. Nelly, ich verstehe. Ich bin so glücklich. Das bist du. Ich bin so glücklich, dass du Fußball jetzt so liebst. Ich kann mich noch erinnern, wie doof du das Spiel mal gefunden hast. Ach, Mann, ey, Marc Evans, du bist ein Schwachkopf. Wieso bist du auf einmal so wütend, Nelly? Jetzt reicht's. Hör zu, Marc. Hector Helio ist um Längen besser als du. Da hast du's. Hoffentlich verlierst du das Spiel heute und machst dich zum Affen. Das würde mir überhaupt nichts ausmachen. Nelly, wir werden heute gewinnen. Du wirst schon sehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aufgepasst, Welt. Hier komme ich. Ernsthaft, ich glaube, der wird sich niemals ändern. Marc, du musst zurück ins Wohnheim. Du kommst zu spät zur Teambesprechung. Hallo. Oh, Marc, ey, wie kann man das denn so versemmeln? Wie kann man das nicht checken? Ganz ehrlich, in Inazuma 11.1 fand ich Marc schon sehr senil und sehr dumm. In Inazuma 11.2 hat sich das auch nicht geändert. Und jetzt hier in diesem Spiel rundet er seine Dummheit nochmal ab durch dieses Nicht-Checken, dass Nelly ihn liebt. Oh mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Hör zu. Heute findet das Finale statt. Gehen wir also zur Titan-Arena. Ja, Trainer! Heute wird sich entscheiden, welches Team Weltmeister wird. Oh, ich glaube, ich muss aufs Klo. Hey, Wardside, diesmal hast du nicht ab und versteckst dich in einem Spind. Wardside hat sich in einem Spind versteckt. Wieso habt ihr mir das nicht früher erzählt? So ein Hohlkopf. Oh ja, das war kurz vor dem Spiel gegen die Royal Academy, als Sharp noch ihr Kapitän war. Durch dieses Spiel hat sich Axel uns angeschlossen und wir haben die Football Frontier gewonnen. Ach, damals. Ich erinnere mich, wie ich dich im Finale gesehen habe, Marc. Und von da an warst du mein größter Lover. Ich meine Held. Und dann machten wir uns daran, die beste Mannschaft Japans zu formen. Wir fanden tolle Freunde wie Frost oder Hurley. Und wir haben uns auch kennengelernt. Ich bin so froh, dass wir alle Freunde geworden sind. Fußball hat uns zusammengebracht und unsere Träume haben uns hierher gebracht. Vielleicht hat alles, was wir bisher durchgemacht haben, dazu geführt, dass wir hier und heute im Finale stehen. Haltet die Klappe. Hört euch doch mal nur mal reden. Es klingt so, als ob wir alles schon hinter uns hätten. Ich glaube, Stormwall hat recht. Sparen wir uns die Ansprachen, bis wir tatsächlich die Nummer 1 sind. Marc, wir haben uns etwas geschworen, oder? Wir haben geschworen, Weltmeister zu werden. Erfüllen wir diesen Schwur. Wir werden heute Weltmeister, klar. Ja, aber sowas von... Wir werden... Weltmeister! Ja, cool!
Na gut, auf zur Titanenarena. Zeit fürs Finale. Alles klar, lasst uns gehen. Das Finale steht an. Let's go. Gehen wir zur Titanenarena. Hui, hui, hui. Und wir müssen nicht mal, naja, ich sag mal so, den ganzen Weg dahin gehen, denn da wir die Titanenarena schon besucht haben, wie man hier sehen kann, müssen wir nicht nochmal den ganzen Weg dorthin erklimmen oder wir müssen nicht tausende Labyrinthe entwirren und dechiffrieren. Wir können direkt zur Titanenarena gehen. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Lasst uns reingehen und vollkommen rasieren. So, wir sind topfit. Kann ich meinem Team noch irgendwas Gutes tun, bevor es losgeht? Irgendetwas. Ich denke mal, wir haben alles, was wir brauchen. Na gut, also vielleicht noch ein paar bessere Handschuhe, aber ob wir jetzt in der Verteidigung nochmal ein Plus 1 dran kriegen oder nicht, ich denke, das macht keinen Unterschied oder keinen großen. Deswegen, wir speichern ab und stellen uns dem Finale. Darauf haben wir das ganze Let's Play über hingearbeitet. Und jetzt ist es endlich soweit. Wobei, lass uns nochmal hier reingehen, weil vielleicht gibt es hier noch ein paar Special-Truhen oder so. Hier ist schon mal nichts. Ja, aber dafür haben wir uns geschunden. Dafür sind wir hier. Das ist, wofür wir letztendlich gekämpft haben. Das große Finale der Football Frontier International. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Finalspiel ausgehen wird. Ob wir eine Chance haben werden gegen die Côte Victoire oder ob wir richtig verkacken werden. Ob wir einen klaren Sieg reinfahren können oder ob es richtig schwer wird, uns da rein zu beißen. Ich weiß es nicht. Rodingus, finden wir es raus. Und zwar heute und hier und jetzt. Lasst uns losgehen. Lasst uns loslegen. Opa! Hör mal, Mark. Du bist meinem Beispiel gefolgt und ein guter Fußballer geworden. Das bedeutet mir viel. Aber ich muss dich heute besiegen. Meine Ehre hängt davon ab. Das werden wir ja sehen, du Schwein. Na gut. Jetzt zeigt der Welt, was in euch steckt. Ganz ehrlich, ich glaube, dieses Turnier oder dieses Spiel wird überschattet von einem weiteren fiesen Plan von dem Guten, dem Bösen, dem allseits bekannten Zulin Rice. Ich glaube, der kommt nochmal ein drittes Mal zurück. So. Weil, ganz ehrlich, dieser jetzige Stand des Finales, der ist viel zu ruhig. So, es ist viel zu wenig passiert. Ich denke, was jetzt abgeht, das wird noch nicht die Spitze des Eisbergs sein. Ich denke, der richtige Boom-Effekt kommt gleich, weil ich denke nicht, dass das Spiel vor ein paar Parts an seinem Höhepunkt gekommen ist. Ich denke, da kommt noch was auf uns zu. Aber laberisieren wir nicht so rum, denn das ist meine Einschätzung. Mal gucken, wie es letztendlich werden wird. Ob Zulin Rice ein weiteres Mal auftauchen wird, um Action zu machen. Evans, seid ihr alle bereit? Ja, sind wir. Auf diesen Moment haben Fußballfans auf der ganzen Welt sehnsüchtig gewartet. Heute wird Geschichte geschrieben, wenn Inazuma Japan und Little Gigants im ersten FFI-Finale aufeinandertreffen. Ja, cool, wir freuen uns, cool. Dachte ich mir schon fast. Wer hätte geahnt, dass ausgerechnet diese beiden Außenseitermannschaften heute hier auf dem Platz stehen würden? Beide hinterließen viele geknickte Egos und zerstörte Träume, als sie einen Gegner nach dem anderen aus dem Turnier warfen.
Ich werde mich jetzt nicht in Verlegenheit bringen und einen Gewinner vorhersagen. Levin, wie lautet deine Einschätzung? Nun, Maxter, Inazuma Japan hat Charakter, Entschlossenheit und Mut gezeigt. Sie sind von Erfolg zu Erfolg geeilt. Mhm. Auch wenn es eine Niederlage gab. Die Côte Victoire hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Sie sind so weit gekommen, ohne eine Spezialtechnik einzusetzen. Hat sich die ganzen Techniken für das Finale aufgehoben? Bleiben Sie dran, dieses Spiel dürfen Sie nicht verpassen. Danke, Levin. Finden wir heraus, welches der Teams sich die Krone des Weltfußballs aufsetzen darf. Und damit kommt es endlich zur Partie. Endlich ist die Zeit für den Anpfiff gekommen. Und das Ganze wurde sehr schön durch einen Trailer veranschaulicht. Oder was heißt Trailer? Durch eine Sequenz. Durch einen kleinen Film. Ja. Gut. Also dann. Gehen wir es an. Wir spielen gegen die Little Gigants. Inazuma Japan gegen Little Gigants. Oder Gigants. Wie spricht man das aus? Ich glaube, ich habe es das ganze Let's Play über falsch ausgesprochen, oder? Bringt mich bitte um. Na gut. So sieht das Team momentan aus. Ich denke, da ist alles richtig vorbei. Wobei mir Banyan gerade in der Verteidigung fehlt, ne? Gut. Wieso ist Banyan der Schlüsselspieler? Was soll das denn heißen? Mark ist der Schlüsselspieler, genau. Ne, warte mal, oder? Warte mal kurz. Oh, ne, Mark ist der besondere Spieler. Sah ganz kurz so aus, weil der Stern bei Banyan war. Lol. Naja gut, Rudingus, das Finale startet und wir spielen gegen die Little Gigants und so sieht das Team aus. Flair und Drago aka Axel und Kevin in der, naja, in der viktorischen Version. Und generell sieht das Team Inazuma Japan ziemlich ähnlich. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass wir den Ball nach vorne spielen dürfen. Ich glaube, wir werden den Ball gleich weggenommen bekommen, aber lasst es uns selbst herausfinden. Die ganze Welt sah zu, wie das Finale der Football Frontier International begann. Das Team der Côte Victoire spielte einen schnellen, passsicheren Angriffsfußball. Kurzum, sie waren wirklich sehr gut. Was war das denn? Oh, was zum... Gar kein Problem. Du musst noch viel lernen. Uiuiui. Alles klar, Mark? Leute! Aufstellung! Jetzt sind wir dran! Los geht's! Ja, damit liegen wir 0-1 zurück. Ha! Ich wusste, dass Opas Team gut sein würde, aber wir geben uns nicht einfach so geschlagen. Schnapp dir den Ball, Axel. Schieß. Macht euch bereit. Feuerspirale. Na, der wird nicht reingehen. Dazu ist der Ball zu billig. Und die Technik ist zu billig. Der wird nicht reingehen. Seelenhand. Ach du Scheiße. Easy gehalten. Was? Nee, jetzt mal ehrlich. Was? 0-1 und meine Technik hat gar nichts gebracht? Das kann nicht sein. Was denkt ihr? Das ist meine eigene Spezialtechnik. Sie heißt Seelenhand. Hector ist gut. Sehr gut sogar. Diese Kraft. Der einzige andere Spieler, der da mithalten kann, ist Mark. Geht es dir gut, Mark? Ja, das war brillant. Was für eine starke Parade, Hector. Aber das Spiel hat gerade erst angefangen.
Selbst jetzt lächelt er noch. Genauso hat sich mir Mark Evans immer vorgestellt. Aber wir werden trotzdem gewinnen. Auf geht's, Mark. Lass uns Fußball spielen. In Ordnung, Hector. Wir sind bereit. Fußball ist der tollste Sport der Welt. Okay. Lass uns direkt reinsteigen. Ah, oh, schade. Aber gut, es war auch ein 2 gegen 1. Dementsprechend relativ offensichtlich, dass wir den Ball nicht bekommen können. Aber egal, so zwingen wir ihnen die Spezialtechniken raus. Und jetzt setzen sie endlich ein, ne? Jetzt habt ihr die Eier, ja? Interessant. Und oh, wir haben uns durchgesetzt. Hätte ich nicht gedacht. Und die Technik ist sogar relativ billig. So, direkt hier die beiden nach vorne spielen. Oh mein Gott, wir kommen nach vorne. Oh mein Gott, wir kommen nach vorne. Und das bedeutet für uns Folgendes, und zwar Windstärke 13. Ich hoffe, wir können die Technik anwenden, weil da steht irgendwas mit L. Und ich hoffe, da ist jemand dabei, der die Technik mit ausführen kann. Wie sieht's aus? Windstärke 13. Ist das der Ausgleich? Ist das der verdiente Ausgleich? Schaffen wir es, uns gegen die Techniken von Hector durchzusetzen? Himmelshand X, wie schaut's aus? Nein, er geht rein und das ist das 1:1. Das ist der Ausgleich und das ist der erste Schritt in Richtung Sieg. Perfekt, Alter. Noch Fragen oder was? Nein, den nächsten halte ich bestimmt. Auch Hector ist nicht perfekt. Hier sieht man es wieder ganz klar und deutlich und... Naja, ganz klar und deutlich werden wir jetzt erstmal wieder Axel heilen. Das ist ja wohl ganz klar, meine Fräuleins. Und zwar mit 1 leckeren... Ganz ehrlich, wir haben uns das gespart. Spezialriegel für Kevin. Für Axel natürlich, klar. Mahat, mal gönn dir, mein Freund. Mahat, mal gönn dir. So. Weiter geht's. Versuchen wir die Führung einzuleiten. Let's go. Machen wir's nochmal. Und auch das war leider ein Schuss in den Ofen. Egal, er hat ziemlich viele Technikpunkte verschwendet, um ehrlich zu sein. Sehr schön, Nathan, sehr schön. Nochmal die Bombenidee. Ah, diesmal aber leider nicht stark genug. Aber egal, er hat keine Technikpunkte mehr. Die Frage ist, wird er gleich ausgewechselt? Höchstwahrscheinlich. Oh oh. Schnell, dran da. Saugstauber. Yes! Wichtig. Sehr wichtig, den Ball erobert und jetzt geht's ab nach vorne. Ich habe nach vorne getippt. Hat man das nicht gehört? Egal. Können wir es? Ja. Sehr schön. Sehr schön gemacht, Kane. Sehr schön gemacht. Und jetzt geht's wieder nach vorne. Auf geht's. Alle nach vorne ziehen. Alle nach vorne ziehen. Oh mein Gott. Kevin. Du kannst es. Mach den Urknall. Und dann wäre dann quasi die zweite Technik. Oder die zweite ultimative Spezialtechnik ausgeführt. Wie sieht's aus? Der Urknall, auch wieder eine Dreier-Technik. Besteht aus Hobbs, Axel und Kevin. Und das sieht sehr, sehr brutal aus. Jung, brutal, gut aussehend. Ist der auch jung, brutal, gut aussehend genug, dass er reingehen kann? Ja, ist er. Und das ist die Führung. Das ist das 2:1. Ja, Mann. Oh mein Gott, Alter. Also ich verstehe nicht, warum wir jetzt hier in Anführungsstrichen so gut vorankommen. Und im letzten Part, als wir gegen... Naja. Als wir gegen... Oder nicht im letzten Part. Vor einigen Parts, als wir gegen Team Rice gespielt haben. Warum wir da so verkackt haben. Ich weiß es nicht. Habt ihr das gesehen? Das war's für ein Schuss. Nein. Hab ich nicht gesehen. Ich bin blind. So. Der Torwart bleibt aber noch weiterhin im Tor. Und zwar der gute Hector. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wollen wir Kevin aufheilen? Ich denke mal schon. Einmal geht noch. Jetzt aber erstmal spielen wir sie aus, indem wir ihre Technikpunkte verschwenden. Einfach nur reingrätschen.
Denn Techniken werden sie sowieso ziehen. Und zwar mit dem Meteorbomber, der aber gar nicht so viel kostet. Also hätten wir uns da auch eigentlich durchsetzen können. Aber egal, wir lassen die Halbzeit zu Ende spielen. Und dann sehen wir mal weiter. Verschwendet ihr ruhig eure Technikpunkte. Und ja, er hat keine mehr. Das heißt, auch er muss ausgewechselt werden. Und da können wir uns auch einfach mit Dribbeln durchsetzen. Yes, sehr schön, Sharp. Sehr schön. Auch da durchsetzen. Dennoch, er setzt eine Technik ein, und zwar die Multidefensive. Es tut mir leid, wenn ich das hier nicht alles auf Vollbild ziehe, aber es ist halt, es geht so viel auf dem Bildschirm ab, auf dem unteren. Das alles einzufügen, ich könnte zwar den machen, aber mal sehen, mal sehen. Vielleicht füge ich in der zweiten Halbzeit noch ein paar mehr dieser Sequenzen ein. Wir sind ganz schön leichtfüßig unterwegs. Sie haben uns auf dem falschen Fuß erwischt, aber wir werden weiterkämpfen. Werden wir sehen. Ich habe euch gewarnt. Die God Victoire ist ein Spitzenteam und sie spielen noch besser als damals, als ich Co-Trainerin war. Wie sollen wir nur so eine Mannschaft schlagen? Sie haben keinerlei Schwächen. Doch, haben sie? Falsch, Nathan. Sie haben eine. Und ich kenne sie auch. Opa hat ein Team zusammengestellt mit einer einzigen Schwäche. Sie sind zu stark. Sie spielen fantastischen Fußball und von ihren Gegnern erwarten sie dasselbe. Da könntest du recht haben, Mark. Aber was genau soll daran schwach sein? Ich meine damit, dass Opa genau weiß, wie wir spielen werden. Er sieht unser Spiel vor seinem geistigen Auge. Das bedeutet, dass er Hector und den anderen haargenau beigebracht hat, wie sie uns auszuschalten haben. Ich verstehe. Also müssen wir weniger vorhersehbar spielen. Wenn wir das tun, haben wir vielleicht eine Chance. Du willst damit also sagen, dass wir unseren Stil variabel gestalten und so den Spielfluss bestimmen sollen? Irgendwie habe ich das nicht ganz kapiert. Kannst du das wiederholen? Was sollen wir nochmal machen? Ihr wisst nicht, was ihr zu tun habt. Seid ihr ein bisschen schwer vom Begriff, oder was? Ja. Entschuldigung, ich habe gerübst. Das war nochmal von der Operation letztens. Ich habe meine Manieren leider nicht wegoperiert bekommen. Durch jedes Spiel, das ihr bestreitet, werdet ihr ein wenig stärker. Eure Art zu spielen entwickelt sich jedes Mal weiter. Manchmal besiegt ihr ein Team durch einen unvorhergesehenen Spielzug, der den Verlauf des Spiels ändern kann. Sogar ein David Evans kann unmöglich alles vorhersehen, was ihr in der Lage seid zu tun. Nicht mal ihr selbst könnt das. Aber wir können das. Wir haben euch die ganze Zeit beobachtet. Trainer Travis und ich. Trainer Hillman, was sollen wir? Denk nicht zu viel darüber nach, Mark. Versuch einfach, dich an das zu erinnern, weswegen du überhaupt hier bist. Hört alle her. Dies sind die letzten Anweisungen, die ich euch gebe. Jawohl, Trainer. Spielt auf eure eigene Art. Ist das klar? Und jetzt raus auf den Platz. Habt Spaß am Fußball, so wie er gespielt werden sollte. Trainer? Jawohl, Trainer. Jawohl. Ihr habt ihn gehört. Auf geht's, Leute. Zeigt ihnen, was wir drauf haben. Jawohl. Sehr wohl. Und damit geht die zweite Halbzeit weiter. Aber erst im nächsten Part. Und es gibt eine Auswechslung. Na, wenn das so ist, mich soll es nicht jucken. Pudingos beim nächsten Mal. Wobei, wisst ihr, was ich sagen würde? Ich würde sagen, wir gehen mal ins Menü und heilen Kevin oder wen oder wie oder was. Wer muss geheilt werden? Ich glaube, bis jetzt sind doch alle relativ fit unterwegs, oder? Ja, Nathans KP-Stand könnte etwas höher sein, aber ansonsten, wir können ihn auch auswechseln, das ist nicht das Problem. Okay, Pudingos, ich würde sagen, wir verbleiben erstmal so und beim nächsten Mal werden wir God Victoire besiegen und wir werden Weltmeister werden. Hoffentlich. Macht's gut, haut rein, ciao. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr gehypt auf die nächste Folge seid, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu sein solltet und ihr wollt mehr von Inazuma Eleven 3 sehen, dann abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst.